Hallo Kinder, schön, dass ihr euch wieder zugeschaltet habt zu unserem Online-Kindergottesdienst. Lasst uns doch zu Beginn zusammen beten. Wenn ihr wollt, macht eure Augen zu und denkt einfach an Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt viel Spaß und Freude schenkst für diese Zeit, die wir zusammen haben. So, und jetzt geht es weiter, wie immer, mit unserem tollen Lobpreis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Schade, dass ich nur noch einen Freund sehen darf. Dabei würde ich doch so gerne mal wieder mehrere sehen. Und dann findet noch nicht mal die Schule statt, obwohl ich die in der Klasse wirklich vermisse. Aber wenigstens darf ich noch Fernsehen schauen. Mal schauen, was so kommt. Oh nee, auf den Sender habe ich jetzt wirklich keine Lust. Oh Mann, kommen heute eigentlich nur schlechte Nachrichten? Ich will was Gutes hören. Oh! Das sieht interessant aus, ja. Das gucke ich jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu den Breaking News. Mein Name ist Selina und ich habe heute die besten Nachrichten aus aller Welt für euch. Die allerbeste Nachricht haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Bleibt also dran, um zu erfahren, worum es bei der besten Nachricht der Welt geht. Wir starten nun mit Neuigkeiten aus dem Tierreich. Die Natur bekommt aufgrund der Corona-Krise eine Atempause. Die Luft wird überall klarer und in der italienischen Hafenstadt Triest wurden im Hafen Delfine gesichtet. Das gab es seit Jahren nicht mehr. Möglich macht dies der ausbleibende Schiffsverkehr. Und wir haben noch eine weitere tierische Meldung für euch. Und sie kommt aus einem Zoo aus England. In dem britischen Zoo in Bristol gab es Nachwuchs bei den goldenen Löwenäffchen. Das Affenpärchen Missy und Dorado bekam Zwillinge. Die Affenart ist vom Aussterben bedroht. Weltweit gibt es nur noch in etwa 1000 Löwenäffchen. In den letzten Jahren hat das Affenpärchen Missy und Dorado schon 4-mal Zwillinge bekommen. Jedoch ist das nun neugeborene Zwillingspaar das einzige Affenpaar, das bisher überlebt hat. Und wir kommen nun zum Sportteil. Kein Ziel ist zu hoch für Chris Nickig. Chris Nickig ist der erste Mensch mit Down-Syndrom, der je an einem Ironman teilgenommen und ihn absolviert hat. Schwimmen, Radfahren, Laufen, all das absolvierte er in nur 17 Stunden. Überglücklich lief er über die Ziellinie. Mit seiner Aktion möchte Chris anderen Menschen mit Down-Syndrom Mut machen. Und wir kommen nun zum Lotto. In Nordfrankreich haben 4 Obdachlose im Lotto gewonnen. Das entscheidende Los erhielten die jungen Menschen von einer Passantin, die sie um Geld baten. Mit dem geschenkten Los gewannen die jungen Menschen den Höchstbetrag von 50.000 Euro. Was sie genau mit dem Geld tun möchten, steht noch nicht fest. Sie werden es jedoch untereinander aufteilen. Sicher ist auch, dass das Geld den Obdachlosen dabei helfen kann, ein neues Leben zu beginnen, fernab der Straße. Und wir schalten nun zu unserer Außenreporterin in den Schwarzwald. Sie wird uns das Neueste zum Wetter berichten. Hallo zurück ins Studio. Wie ihr seht, hat es in den Bergen noch richtig viel Schnee. Gute Nachrichten also für alle, die gerne Schneemänner bauen oder Schlitten fahren. Der Schnee wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Vielen Dank für den Wetterbericht. Wir haben die allerbeste Nachricht der Welt bis zum Schluss für euch aufgehoben. Wir widmen der besten Nachricht der Welt eine Sonderausgabe und wenn du erfahren möchtest, worum es dabei geht, dann bleib dran. Viel Spaß dabei. Es kann total entmutigend sein, immer und immer wieder schlechte Nachrichten zu hören. So wie jetzt gerade über das Coronavirus, dass ihr euch nur noch mit einem Freund treffen dürft und immer noch nicht in die Schule gehen könnt und das wohl noch für eine ganze Weile. Damals, als Jesus lebte, kannten die Menschen solche Situationen genauso. Es gab viele Krankheiten, die das Leben der Menschen schwer machten. Und Jesus kam genau für solche Menschen und hatte eine frohe Botschaft dabei, die er ihnen verkündete. Und deswegen lasst uns doch zusammen einen Blick drauf werfen, in welchen Situationen diese Menschen lebten und gemeinsam herausfinden, was es mit dieser frohen Botschaft von Jesus auf sich hat. Let's go! Damals gab es viele Menschen, die krank waren und nicht bei ihrer Familie leben durften, sondern am Rande der Städte wohnten. Und weil sie krank waren und ansteckend waren, mussten sie sich kennzeichnen. Bedeutet, wenn jemand zum Beispiel an Aussatz erkrankt war, der hatte dann eingerissene Kleidung, der musste seine Haare fettig lassen und seinen Mund verhüllen. Das ist wie heute mit den Masken. Und wenn jemand entgegenkam, dann mussten sie rufen, unrein, unrein. Das heißt so viel wie, ich bin krank, bleib weg von mir. Und diesen Menschen, denen ging es nicht nur körperlich schwer, sondern auch in ihrem Herzen. Weil sie waren ganz alleine und sehr einsam. Und niemand, wirklich niemand, wollte irgendetwas mit diesen Menschen zu tun haben.
Also wirklich sehr alleine. Und sie hatten echt kein einfaches Leben und es fiel ihnen echt schwer, sich einfach durchzuschlagen. Aber sie waren nicht die einzigen Menschen, die es nicht so einfach hatten damals. Und genau deswegen habe ich einen Clip für euch dabei. Nach der Wüste kommt Jesus zurück nach Galiläa in seine Heimatstadt Nazareth. Er geht in die Synagoge und wird gebeten, aus den Schriften vorzulesen. Er öffnet die Schriftrolle von Jesaja und liest: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Warum den Armen? In der hebräischen Kultur war man nicht nur arm, wenn man kein Geld hatte. Da ging es mehr um den niedrigen sozialen Status. Frauen, Kinder, Kranke, Menschen am Rand der Gesellschaft. Erstaunlicherweise konnten hier auch reiche Leute dazuzählen, wie Steuereintreiber. Die wurden auch als Außenseiter angesehen und Jesus ist jetzt für sie da. Jesus liest dann weiter. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Freiheit scheint für Jesus eine große Sache zu sein. Ja, Jesus befreite die Menschen von Krankheiten, von ihrer Vergangenheit oder ihrer Schande. Er befreite sie, damit sie ein Teil von Gottes neuem Königreich werden, von dem Jesus sagte, dass er es verwirklichen wird. Die Menschen, die damals zu Jesu Zeit lebten, hatten es nicht einfach. Und es waren nicht nur die Kranken, von denen wir es heute hatten, sondern auch die Frauen, so, Kinder, so wie ihr, und Menschen, die aus verschiedensten Gründen, wie zum Beispiel ihrem Beruf, wie dieser Zöllner hier, von den anderen ausgeschlossen und verachtet wurden. Und gerade diesen Menschen sollte Jesus die frohe Botschaft bringen. Aber sag mal, was ist denn jetzt eigentlich diese frohe Botschaft? Lasst es mich euch erklären. Also kurz nachdem Jesus getauft wurde, ging er zurück in seinen Heimatort Nazareth und besuchte dort die Synagoge. Das ist wie hier die Kirche. Und dort wurde er gebeten, einen Text aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Und dieser Text beschreibt ganz genau den Auftrag, den Gott seinem Sohn Jesus gegeben hat. Und der steht in Lukas 4,18 und den werde ich euch jetzt vorlesen. Also hört gut zu. Lukas 4,18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und mich bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen und den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreien sein sollen. So, das ist also der Auftrag von Jesus an die Menschen. Und Jesus wurde also damit beauftragt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Und mit Armen meinte er nicht nur die Menschen, die gar kein Geld hatten, sondern auch die Menschen, über die wir heute gesprochen haben, also die Kranken, die Frauen, die Kinder und Menschen, die ausgeschlossen waren. Gerade für diese Menschen war Jesus ganz besonders da, denn weil Gott hat ein riesengroßes Herz für alle Menschen. Das heißt, die frohe Botschaft, die Jesus verkündet, ist, Gott möchte mit allen Menschen befreundet sein, also mit mir und mit dir. Gott ist für uns da, ganz egal was passiert, und er hilft uns in jeder Situation, ganz egal was los ist, und wir müssen ihn einfach nur darum bitten. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, um es euch nochmal zu veranschaulichen. Okay? In unserem Leben passieren immer wieder Dinge, die uns runterziehen und die sich wie eine Last anfühlen. Und dann sind wir wie dieser Spaghetti hier, den ich vor mir habe. Und irgendwas passiert und es ist wie diese Last. Und die zieht uns runter. Und das Gute ist, dass wir nicht alleine sind, wie so ein einzelner Spaghetti, sondern wir haben Gott auf unserer Seite. Und er hilft uns, wie wir vorhin gehört haben. Und dann haben wir nämlich nicht nur uns, die das Gewicht tragen müssen, sondern wir haben Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist auf unserer Seite, die uns helfen, jegliches Gewicht alles, was irgendwie schwer ist in unserem Leben, zu tragen. Und dann sieht es wie folgendermaßen aus. Wenn jetzt irgendwas passiert in unserem Leben, dann sind wir nicht mehr auf uns allein gestellt, sondern wir können das Gewicht tragen, weil Gott uns hilft. Und das ist das Coole daran, wenn wir mit Gott befreundet sind, weil uns dann immer hilft und immer für uns da ist. Und das ist die gute Botschaft, die Jesus verkündet, dass Gott mit uns allen befreundet sein will. Mit dir und mit mir, weil er uns so unglaublich liebt. Und deswegen ist das die beste Nachricht der Welt, auch für uns heute. Das ist richtig cool, was wir gerade gehört haben. Dass Jesus mit mir, aber auch mit dir befreundet sein will, ist die beste Nachricht, die ich heute gehört habe. Wenn du jetzt willst, dass Jesus mit dir befreundet ist, oder wenn du willst, dass eure Freundschaft besser und intensiver wird,
Dann darfst du mir jetzt was nachbeten. Das bedeutet, ich bete was vor und du darfst gleich im Anschluss denselben Satz nachbeten. Lieber Jesus, vielen Dank, dass ich mit dir befreundet sein darf. Das ist die beste Botschaft, die ich je gehört habe. Ich möchte von nun an mit dir zusammen durchs Leben gehen. Und ich möchte mit dir in meinem Alltag leben. Amen. So Kinder, jetzt kommen wir zu unseren zwei Zoom-Kleingruppen. Wir haben wieder die Kreativgruppe und wir haben die Spielegruppe. Zur Kreativgruppe braucht ihr heute Spaghetti, zwei größere Gefäße, Tesafilm, Wolle, einen Schlüssel oder einen schweren Gegenstand, wo ihr diese Büroklammer dran machen könnt. Unter dem Video findet ihr den Link. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Jetzt geht's weiter mit unseren Zoom-Kleingruppen. Wenn du nicht dabei sein kannst, dann kannst du die Fragen auch gerne mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern besprechen. Erstens, lies Lukas 4, Vers 18 in deiner Bibel. Zweitens, worum geht es bei der frohen Botschaft, die Jesus den Menschen verkündet? Drittens, wie kann man ein Freund von Gott werden? Und wie kann man seine Freundschaft zu ihm pflegen?